Rocha Fernandes. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen alle, der rasende technologische Fortschritt fordert unser Bildungssystem heraus. Leider müssen wir aber auch in diesem Bereich uns stattdessen aufwendig um die Folgen der verfehlten Zuwanderungspolitik kümmern. Denn die zu hohe Zuwanderung in der Schweiz führt nicht nur Erwachsene im erwerbsfähigen Alter in unser Land und gefährdet die Arbeitsplätze unserer eigenen Leute, sondern ebenso Kinder und Jugendliche, die sich noch in der Entwicklung befinden und eine schulische wie berufliche Ausbildung benötigen. Die maßlose Zuwanderung als Folge der Personenfreizügigkeit ist eine massive Belastung auch für unser ursprünglich hervorragendes Bildungssystem. Insbesondere in städtischen Gebieten sind extrem hohe Ausländer- und Fremdsprachenquoten an Schulen zu beobachten. So waren zum Beispiel in der Stadt Zürich im Jahr 2008 erstmals die deutschsprachigen Kinder gegenüber den fremdsprachigen in der Minderheit. Sie hören richtig. Auf der Primarstufe lag die Fremdsprachenquote bei 50,7%, auf der Sekundarstufe C bei 80,4%. Im Kanton Zürich gibt es unterdessen an mehr als 80 Schulen Klassen mit weit mehr als 70% fremdsprachigen Anteil. Und das sind keine Märchen, Frau Wasserfallen. In Basel und Bern sieht es kaum besser aus. Doch auch im ländlich gelegenen Frauenfeld meiner Heimatstadt gibt es ein Quartier mit nur noch vereinzelten Schweizer Kindern im Kindergarten. Damit diese wenigen Schweizer Kinder beim Übertritt in die erste Klasse nicht den Anschluss verpassen, haben auch diese Schweizer Kinder Anrecht auf gezielte Förderung. Vor vielen Jahren als Schulbehördenmitglied hatte ich mich dafür eingesetzt, um der weiteren Abwanderung der letzten Schweizer Familien aus diesem Quartier entgegenzuwirken. Obwohl sehr viel Geld in die Integration und multikulturelle Projekte fließt, ist der Schulerfolg vieler fremdsprachigen Kinder mäßig bis schlecht. Und das Gesamtniveau der Schülerinnen und Schüler wird durch den zu hohen Ausländeranteil nach unten nivelliert. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung hat festgestellt, dass bereits ab einem Migrantenanteil von 20% deutlich geringere mittlere Leistungen an den Schulen zu beobachten sind. Nun wird aufgrund der verfehlten Migrationspolitik nach weiteren staatlichen Maßnahmen gerufen, wie der FBBE, der Förderung, Betreuung, Bildung, Erziehung, Abgeburt. Noch diese Woche wird diese Forderung hier in diesem Rat debattiert. Nebst dem weiteren Ausbau besonders personal- und kostenintensiver Schultypen und Förderungsformen wie integrativer Unterricht und Teamteaching mit Sonderpädagogen und Deutschförderung, alles zulasten des Steuerzahlers, sind die Schulen jedoch auch konfrontiert mit den unterschiedlichen Wertehaltungen der verschiedenen Zuwanderungskulturen. Die christlichen Werte in der Schule werden je länger, je mehr in den Hintergrund oder am liebsten ganz aus der Schule verbannt. Die Schule soll sich wieder auf ihre Kernaufgaben und auf das Vermitteln von Wissen und Werten besinnen können, meine Damen und Herren, um unsere Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die beruflichen Herausforderungen mit rasanten technologischen Veränderungen vorzubereiten. Darum ist es auch für unser Bildungssystem zentral, die Zuwanderung eigenständig steuern und kontrollieren zu können. Damit wir das Problem an den Wurzeln anpacken können, anstatt dass wir teuer einfach die Symptome bekämpfen. Wer jetzt immer noch nicht handeln will, ist mitverantwortlich für eine weitere Nivellierung unseres ursprünglich ausgezeichneten Bildungssystems. Wir wollen keine 10 Millionen Schweiz, auch nicht für unsere Kinder und Enkelkinder. Auch deshalb ein Ja zur dringenden Begrenzungsinitiative.